Bipolare Störung. Heute manisch, morgen depressiv. Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn man unter einer bipolaren Störung leidet, dann gleicht das Leben einer Berg- und Talfahrt. Depressive Episoden wechseln sich ab mit manischen Phasen und da geht es nicht nur um Stimmungsschwankungen. Die depressiven Phasen sind deutlich länger als die manischen und oft auch der Anlass, um sich Hilfe zu suchen. In der Blomenburg privaten Tagesklinik und Ambulanz für Psychosomatik und Psychotherapie in Hamburg können Sie genau für diese Tiefs medizinische Hilfe bekommen. Bei mir ist Dr. Anna-Katharina Siem. Sie ist die Chefärztin der Klinik. Schön, dass Sie Zeit haben. Danke fürs hier sein. Mögen Sie uns noch mal erklären, diese zwei Seiten der bipolaren Störung, so heißt es ja auch bipolar. Mhm. Genau, die bipolare Störung ist eine sogenannte Stimmungsstörung. Und bipolar meint eben genau diese zwei Seiten. Also einmal die Depression und die Manie, unter denen die PatientInnen in Phasen leiden. Ja, was heißt Manie? Also wie hoch geht es da? Einfach, dass ich gut drauf bin und denke, ich könnte Berge versetzen? Oder was heißt Manie? Tatsächlich weit mehr als das. Also bei einer Manie kann man sich eine Patientin vorstellen mit einer extrem expansiven, euphorischen Stimmung. Es kann auch umschlagen in eine gereizte Stimmung, aber zusätzlich kommen dann noch Symptome wie eine erhöhte Aktivität. Die Patientinnen müssen kaum mehr schlafen, haben einen Rededrang, ganz schnelle Gedanken, sind sozial enthemmt, haben vielleicht eine gesteigerte Libido, können sich gar nicht mehr konzentrieren und sind sehr ablenkbar. Also es ist letztlich wie so ein Drogenrausch, nur ohne Drogen. Ja, und sicherlich auch nicht einfach dann für die Umgebung, nehme ich mal an. Das stimmt. Da kommt es häufig zu Schwierigkeiten. Es kann auch zu psychotischen Symptomen noch kommen und zu einer Realitätsverkennung. Und Aber das sind, glaube ich, gar nicht die Situationen, in denen die Patienten zu Ihnen kommen, weil die ja wahrscheinlich in der manischen Phase gar nicht das für so notwendig halten, sich behandeln zu lassen, sondern in der Depression. Was heißt denn da Depression? In der Depression, da fühlt man sich eigentlich gegenteilig. Also man hat einen Verlust von Freude, man hat gar keinen Antrieb mehr, Schwierigkeiten, den Alltag zu bewältigen. Es gibt eine Interessenminderung. Auch da gibt es Konzentrationsschwierigkeiten. Man grübelt ganz viel, hat vielleicht einen Appetitverlust, Ein- und Durchschlafstörungen, vermindertes Selbstwertgefühl, Schuldgefühle. Und das kann auch so weit gehen bis hin zu suizidalen Gedanken. Ja. Wer kriegt das? Also ist man ein Typ dafür oder ist man kein Typ dafür oder kann es jeden erwischen? Grundsätzlich kann eine bipolare Störung jeden erwischen. Man geht so von so einem Lebenszeitrisiko von 1-2% aus. Und gleichzeitig gibt es natürlich Einflussfaktoren. Das ist zum Beispiel die Genetik, aber auch stressassoziierte Umgebungsfaktoren oder auch Persönlichkeitscharakteristika. Was man aber sagen kann, ist, dass über die Geschlechter das gleich verteilt ist. Aha, also das heißt, Männer so viel wie Frauen. Korrekt. Nicht nur nicht die Frauen mehr, das hat man vielleicht mal gedacht, aber heute nicht mehr. Mhm. Wie würde man das denn behandeln, grundlegend, so eine bipolare Störung? Also jetzt in diesem Fall ja in erster Linie die depressive Seite. Wie machen Sie das? Mhm. Da gibt es verschiedene Säulen der Therapie. Tatsächlich eine wichtige Säule ist die Psychotherapie mit ergänzenden Therapieverfahren. Dazu gehören zum Beispiel Kunsttherapie, Sporttherapie, Ernährungstherapie, Körpertherapie. Und eine weitere wichtige Säule ist natürlich auch die medikamentöse Therapie. Ohne Medikamente geht es nicht. Und auch, was man nicht außer Acht lassen darf, ist die Sozialtherapie. Ja, diese Psychotherapie, da haben Sie jetzt Dinge aufgezählt, die sieht man so eher als Hobby eigentlich, wenn man sich damit nicht beschäftigt, also Kunst und warum hilft mir das? Tatsächlich auf ganz verschiedenen Ebenen. Zum einen hilft das, die Konzentration zu stärken, aber auch, man kann sich vorstellen, die Störung geht einher mit
Funktionseinbußen. Man hat auch ein vermindertes Selbstwertgefühl und einfach sich wieder kennenzulernen, Gefühle zu spüren, die einzuordnen. Und gerade auch in der Depression sind positive Aktivitäten ganz wichtig. Und um wieder in Aktion zu kommen und aktiv zu sein, kann das eine gute Brücke schlagen. Ach so, auch vielleicht, weil Depressionen häufig mit so einer inneren Leere verknüpft sind. Also, absolut, dass man eine Verbindung zu sich selbst dann wieder aufbaut. Absolut, ja. Mhm. Wenn Sie sagen Medikamente, bei Medikamenten lernt man ja eigentlich lieber nicht nehmen. Ist das so? Also, ja, also, sagen wir mal, lieber gesund sein und sie nicht brauchen. So muss man ja sagen, lieber gesund sein und sie nicht brauchen. Mhm. Darum, erzählen Sie uns ein bisschen was über die Medikamente. Also in der bipolaren Störung gibt es verschiedene Medikamentengruppen, die man einsetzen kann. Wir haben zum einen Stimmungsstabilisierer, vielleicht ein bekanntes ist das Lithium. Es gibt Antidepressiva, die man einsetzen kann, Antipsychotika und vielleicht auch in einer akuten Phase Benzodiazepine. Und wonach bemisst sich das, wie Sie das einsetzen? An der Psyche des Patienten? Ja, tatsächlich. Einmal an der Psyche des Patienten, der Patientin, je nachdem, welche Symptome behandelt werden müssen. Und aber auch ganz klar, dass man schaut, was ist das, welche Medikamente nimmt die Patientin vielleicht schon, was sind Begleiterkrankungen, auf die man aufpassen muss und was hat ein günstiges Nebenwirkungsprofil. Ja, Nebenwirkungen, genau, die gibt es ja auch noch. Leider. Ja. Es gibt keine Medikamente ohne Nebenwirkungen. Ja, wenn Sie sagen Antidepressiva, da würde ich mich fragen, ich bin ja bipolar dann. Also schürt das dann meine manischen Phasen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Mit Antidepressivern ist man zurückhaltend, weil man das Switch-Risiko reduzieren möchte. Das heißt sozusagen den Umschwung von einer Depression in eine Manie. Nichtsdestotrotz kann es sehr sinnvoll sein, Antidepressiva einzusetzen. Das macht man dann aber meistens unter einem Schutz eines anderen Medikaments, also eines Stimmungsstabilisierers. Mhm. Und ist es nicht so, dass das eine Zeit lang braucht, bis es wirkt? Das heißt, kann man das denn überhaupt so abzielen? Ja. Es gibt Medikamente für die Akutphase, die schneller wirksam sind. Und es gibt eine sozusagen Therapie, die man damit überbrücken kann, bis die Antidepressiva wirken. Und ist es erwiesen, also dass es mit Medikamenten deutlich besser funktioniert als ohne? Auf jeden Fall. Das ist, also es gibt ja manchmal auch so Studien in anderen Bereichen, wo man dann nachher feststellt, das Placebo hätte auch geholfen. Nee, tatsächlich. Da würde ich ganz klar sagen, bei bipolaren Störungen ist es ganz wichtig, eine Medikation einzunehmen, um Schlimmeres zu verhindern. Mhm. Also das ist ja das, was ich dann bei Ihnen erlebe. Aber ich habe ja auch immer noch zu übertragen, dass ich dann zu Hause ja auch damit wieder weiter umgehen muss. Oder ich habe ja auch einen Arbeitsplatz. Das heißt, ist das auch ein Teil Ihrer Therapie, dass Sie dann neben Medikamenten und Psychotherapie dem Patienten noch auf die Beine helfen? Auf jeden Fall. Das ist ja ganz wichtig. Und das liegt uns auch am Herzen, zu schauen, wie kann die Patientin wieder im normalen Alltag Fuß fassen und ankommen. Da gibt es verschiedene Themen, die sich auftun. Wir führen auch Angehörigengespräche, aber zum Beispiel auch der Wiedereinstieg in den Job, das ist immer ein wichtiges Thema. Das begleiten wir mit, zum Beispiel in Form einer stufenweise Wiedereingliederung. Ja, oder eben auch die Gestaltung des Arbeitsplatzes. Absolut, auch da gucken wir. Gibt es da so Faustregeln, also dass man sagt, eine gewisse Art der Arbeit ist geeigneter als eine andere? Man muss natürlich immer individuell gucken, was sind die Stressoren und genau, was ist möglich. Worauf ich persönlich immer achten würde, wäre ausreichend Schlaf, geregelte Zeiten, also Schichtdienst würde mir einfallen, dass das eher ungünstig ist. Weil es einen aus der Ruhe bringt. Und weil es ein Stressor ist. Für den Körper, ohne, auch wenn man ihn ganz gern macht, also sehr gerne machen würde, trotzdem ist es ein Stressor wahrscheinlich. Ich glaube, manchmal fühlt sich das so an und trotzdem sind so geregelte Rhythmen, es mag Ausnahmen geben und man muss individuell gucken, aber tatsächlich würde ich sagen, insgesamt sollte man sich das gut überlegen, ob man da Schichtdienst machen möchte. Ja, genau, Sie hatten eben schon das Wort Rhythmus angesprochen.
Der Ablauf meiner Behandlung bei Ihnen, also ich habe mich entschieden, ich komme zu Ihnen, dann werden Sie sich mich ja erstmal ansehen, oder? Korrekt. Hoffentlich. Ja, genau. Also Sie kommen zu uns, machen telefonisch oder über ein Kontaktformular einen Termin und kommen dann erstmal zum Vorgespräch. Im Vorgespräch stellen wir meistens schon eine Diagnose und planen gemeinsam mit der Patientin die weitere Behandlung. Sieht dann bei uns in der Tagesklinik so aus, dass Sie ein umfangreiches Behandlungsangebot haben, bestehend aus Einzelpsychotherapie und aus den verschiedenen anderen Therapien, wie eben schon erwähnt, Körpertherapie, Kunsttherapie, Ernährung, Sport und vielleicht auch Angehörigengesprächen. Und wir gucken auch nochmal diagnostisch. Sie bekommen eine körperliche Untersuchung, eine Blutentnahme. Wir schauen, ob da erstmal alles abgeklärt ist. Und dann sozusagen sind Sie ungefähr 6 bis 8 Wochen bei uns. Auch das ist so ein bisschen individuell. Und dann planen wir aber auch nach Abschluss der Tagesklinik die ambulante Weiterbehandlung. Aha, das heißt also, ich bin danach schon noch bei Ihnen im Hinterkopf sozusagen. Also Sie, auf jeden Fall, ja. Da lassen wir Sie nicht fallen. Wir haben den Vorteil, dass wir bei uns Patientinnen, die in der Tagesklinik behandelt worden sind, auch weiter ambulant behandeln können, sodass Sie eigentlich schon gekannt werden vom Team und in eine vertraute Umgebung kommen. Ja, nun ist es ja eine Tagesklinik. Das heißt, ich komme morgens und gehe abends. Bin ich dann nicht am nächsten Morgen dann wieder auf Null zurück? Also, und Sie fangen wieder von vorne an mit mir? Tatsächlich nicht. Das ist ein Vorteil der Tagesklinik, dass man eigentlich in seine gewohnte Umgebung zurückgehen kann und auch ein Stück seines Alltags weiterleben kann. Und die Schwierigkeiten, die Ihnen da begegnen, können Sie aber am nächsten Tag mit uns rückbesprechen. Mhm. Ja, das ist ja dann, genau, man kann schon mal üben sozusagen. Ne? Mhm. Das ist ein Teil, ein Vorteil. Außerdem, wenn ich zu Ihnen komme, was so von dem Gefühl her, das mich umfängt. Was ist der Unterschied zu einem Krankenhaus, zu einer großen Klinik? Tatsächlich würde ich sagen, dass wir ein sehr schönes Ambiente haben im Herzen von Eppendorf und eine sehr familiäre Atmosphäre. Wir haben ein hochmotiviertes Team und es ist alles bei uns ganz klein. Also man hat gar nicht so das Klinikgefühl, sondern vielleicht eher ein bisschen ein Wohnzimmergefühl. Mhm. Und wie finanziere ich das? Da gibt es unterschiedliche Wege. Da können wir Sie auch bei unterstützen, über die private Krankenversicherung und über die Beihilfe und aber auch als Selbstzahlerin. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!